Herzlich willkommen zum BZ-Talk der ersten Folge im neuen Jahr. Ja, jetzt kommen sie wieder, die Wochen der Wahrheit. Wer meint es ernst mit seinen Sportvorsätzen oder wer endet in den Fitnessstudios demnächst wieder als Karteileiche? Die Devise meines heutigen Gastes lautet Taten statt Worte. Wir wollen trotzdem mit ihm viele Worte wechseln in den nächsten Minuten. Er heißt Sven Schemmer. Er hat selber auch schon Taten sprechen lassen im Ring. Er ist zweimaliger Kickbox-Weltmeister. Er wurde x-mal deutscher Meister. Und heute leitet er als Geschäftsführer und Fitnesstrainer den Fight Club in Freiburg und Emding und lehrt hin und wieder auch als Dozent an der Badischen Sportschule in Steinbach. Hallo, Herr Schemmer. Hallo, Herr Kelch, danke für die Einladung. Ja, danke, dass Sie gekommen sind, beziehungsweise sich zugeschaltet haben aus dem Fight Club in Freiburg, ist das. Genau, ja, das ist richtig. Ja, wir haben jetzt, Sie hatten die erste Woche noch geschlossen im neuen Jahr. Wie viele Neuanmeldungen haben Sie schon oder Also jetzt noch tatsächlich, begrenzt? gestern war ja der zweite Trainingstag. Jetzt gab es schon 7 Neuanmeldungen. Das ist ein guter Start für uns in das neue Jahr. Und auch die Kurse mit den Bestandsmitgliedern sind sehr voll, sind gut gefüllt. Ist das typisch so im neuen Jahr, dass da alle ins Studio rennen? Ja, tatsächlich. Also ich sehe es auch bei Schulleiterkollegen. Das neue Jahr bringt einfach viele Vorsätze mit sich. Zum einen auch natürlich eine Winterpause, die wir hatten. Wir hatten 2 Wochen jetzt über die Winterferien geschlossen, über die Weihnachtszeit. Und da kribbelt es natürlich den einen oder anderen in den Fingern, sich wieder zu bewegen, wieder Sport zu treiben. Und manch einer fasst neue oder gute Vorsätze fürs neue Jahr und setzt sie dann auch jetzt am Anfang gleich in die Tat um. So erfahrungsgemäß, wie viele bleiben bei der Stange? Ich würde sagen, bei uns schon die Mehrheit. Zwei Drittel, drei Viertel bleiben bei der Stange. Wir haben auch so während des Jahres immer wieder Leute, die beginnen mit guten Vorsätzen und setzen es dann doch nicht so konsequent um, wie sie es sich gewünscht haben. Zu Beginn des Jahres mag das vielleicht ein bisschen mehr sein, aber dadurch, dass wir ein Verein sind, wir haben eine gute Gemeinschaft und wir trainieren ja in der Gruppe, glaube ich, fühlen sich die Leute auch schneller verpflichtet, wenn sie mal Fuß gefasst haben, als einfach Trainingspartner kennenlernen, auch mal angesprochen werden, hey, du warst letzte Woche gar nicht da. Klar, dazu gehört natürlich, dass man schon ein bisschen angekommen ist, aber wer ankommt, der bleibt auch dabei. Haben Sie denn mittlerweile so einen Expertenblick ausgebildet, dass Sie sehen, relativ schnell sehen, ja, bei dem geht es wahrscheinlich nicht so lang und ja, der meint es ernst? Das ist ganz schwer. Also das ist wirklich ganz schwer. Man darf am Anfang erstmal nicht unbedingt jeden oder allen Worten Glauben schenken, denn die Vorsätze sind zu Beginn immer, ich ziehe es jetzt durch, ich bleibe dabei, ich komme 5-mal die Woche. Und da hatte ich auch mal ein Beispiel vor einigen Jahren, jetzt ziehe ich es durch und kam dann ein Jahr am Stück überhaupt nicht. Deswegen, auch da lasse ich mich jedes Mal aufs Neue überraschen. Und ab und zu sind es Persönlichkeiten, von denen denkt man jetzt eher, ja, passt jetzt vielleicht auch nicht ganz so zu uns, so auf den ersten Blick, aber kommen wir vielleicht später nochmal auf das Thema, wer passt zu uns, wer passt zu diesem Sport. Und dann stellt man fest, wow, die sind kontinuierlich da, die sind regelmäßig 2 bis 3 Mal die Woche da und das wirklich über jetzt schon mittlerweile Jahre hinweg. Und man denkt, da lag ich vielleicht am Anfang sogar falsch mit meiner Einschätzung. Also nein, den Täuscht. Expertenblick Blick habe ich noch nicht. Täuscht der erste Eindruck manchmal. Ja, täuscht immer wieder mal. Was ist denn so ein beliebter Anfängerfehler, wenn jemand wirklich mehr oder weniger von null startet? Ein beliebter Anfängerfehler ist, dass man es am Anfang übertreibt. Also, dass man gleich sagt, ich lege jetzt los und ich mache 5 Trainingseinheiten die Woche. Das mag am Anfang der ersten Woche noch funktionieren, vielleicht auch noch die zweite, aber irgendwann sagt der Körper, also je nachdem, wo man herkommt, wenn man jetzt wirklich von null anfängt, dann sagt, ich bin voller Motivation, ich will loslegen und ich starte mit 5 Trainingseinheiten in der Woche, dann wird mir irgendwann mein Körper sagen, nein, das ist definitiv zu viel. Und vielleicht sagt mir auch mein Kopf irgendwann, ich ermüde dabei. Also das ist mir einfach, das ist eher eine Last, als dass es eine Freude und ein Spaß ist. Und das sehe ich als den größten Anfängerfehler. Ähnlich auch wie beim Joggen. Manche laufen los und meinen, sie müssen lossprinten, statt gemächlich loszulaufen. Und da schlägt einfach die Kontinuität dieser einzelnen Peaks, wenn man mal sagt, ich habe eine Woche, da war ich 5-mal.
Da schätze ich lieber den, der 2 bis 3 Mal die Woche kommt, aber das hat über mehrere Monate, der hat definitiv bessere Fortschritte. Was ist denn so das richtige Maß am Anfang? Wie oft sollte man trainieren zum Das ist Einstieg? ganz, ja, das ist ganz individuell. Die Frage ist eben, wo komme ich her? Also habe ich vorher schon eine andere Sportart gemacht? Ist es mein Körper gewohnt, Sport zu treiben? Dann mag das hier vielleicht eine neue Art der Belastung sein, aber generell bin ich es gewohnt. Also das heißt, mein Bewegungsapparat kennt das Ganze. Dann kann ich sicherlich auch 3, 4 Mal die Woche Sport machen, vielleicht auch 5 Mal. Bin ich aber jetzt ein Einsteiger und ich sage, ich will jetzt nach einer längeren Sportpause oder ich habe ganze Zeit lang, mehrere Jahre gar keinen Sport gemacht, einsteigen, dann würde ich 2 bis 3 Mal die Woche raten und dann auch im moderaten Umfang. Also nicht gleich versuchen, alles zu geben beim Sprint oder alles zu geben, Training, sondern wirklich langsam einsteigen, auf den Körper hören, versuchen, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln und dem Körper die Chance geben, sich anzupassen. Gerade die ganzen, eben, ich habe es vorhin schon angesprochen, der passive Bewegungsapparat, Bänder, Sehnen, wenn die diese Belastung nicht gewohnt sind und ich meine, ich schieße da übers Ziel hinaus zu Beginn, ich meine es besonders gut, tue ich mir und meinem Körper keinen Gefallen. Also ich werde es quittieren bekommen mit einer vielleicht irgendwo Entzündung der Sehnen oder vielleicht ja, einem extrem starken Muskelkater zu Beginn. Das ist ja noch nicht mal so schlimm, das vergeht ja wieder, aber wenn es mich halt lähmt, weil ich auf einmal Schulterschmerzen, Ellenbogenschmerzen bekomme, dann werfe ich mir einen eigenen Knüppel zwischen die Beine und bremse mich im Prinzip gleich schon wieder aus. Was ist denn so die ideale oder die übliche Trainingsdauer für Einsteiger? Bei uns sind die Kurse jetzt im Wesentlichen 60 bis 75 Minuten lang und das reicht auch. Das Gute ist, ich sage mal, die Fortgeschritteneren, die schon länger dabei sind oder jemand, der schon länger Sport treibt, der kann seinen Körper anders belasten. Da geht es sicherlich auch über eine bestimmte Grenze hinaus, die jetzt der Neueinsteiger so noch gar nicht kennt und sagt, oh, auf einmal wird es unbequem. Also ich komme ins Hecheln, ich bekomme ja eine Sauerstoffschuld, ich muss deutlich mehr atmen oder bin kurzatmiger als vorher. Während der Fortgeschrittene das viel besser einschätzen kann, weiß, okay, ich habe nachher wieder eine Erholungsphase, bevor die nächste Übung geht. So kann sich jeder in diesen 60 Minuten eigentlich seinem Niveau entsprechend belasten und sagen, ich mache ein bisschen weniger, wenn ich neu dabei bin. Und der schon länger dabei ist, der versucht halt in den 60 Minuten wirklich an sein Limit zu gehen. Es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, was die beste Tageszeit ist für ein effektives Training, morgens, mitten in der Mittagspause oder abends. Was ist da, ist das eine Glaubensfrage oder was ist da Ihre Erfahrung? Ich meine, es ist nicht mal eine Glaubensfrage, sondern ich bin der Meinung, das hat auch ziemlich viel mit dem Nervensystem zu tun. Sympathikus etc. spielt ja alles irgendwo eine Rolle, aber ich glaube, es ist ein bisschen auch eine Persönlichkeitssache. Also sicherlich ist man morgens aktiver, als dass man vielleicht spät am Abend ist. Ich hingegen kann sehr gut abends trainieren. Also, auch wenn es jetzt vielleicht biologisch gar nicht so das Optimalste ist, ich kann um 23 Uhr noch trainieren. Muss es teilweise auch. Wenn meine Tochter dann endlich mal schläft und die letzten Arbeiten erledigt sind, dann gehe ich halt nochmal runter zu mir in den Keller und mache da für mich nochmal ein Training. Deswegen, ich glaube, es gibt sicherlich irgendwo optimale Trainingszeiten, aber tatsächlich muss es ja praktikabel sein. Es muss in den alltäglichen Ablauf passen. Und wer hat schon morgens vor dem Arbeiten die Zeit, zu trainieren oder zu einer Mittagszeit, wo man vielleicht nochmal einen Hoch hätte, sondern wir müssen meistens das nehmen, was unser Tagesablauf zulässt. Und da die wenigsten von uns jetzt Hochleistungssportler werden wollen, die jetzt das wirklich auf das absolute Optimum abstimmen müssen, würde ich sagen, so wie es passt. Und wenn jemand ein Frühaufsteher ist und sagt, ich kann morgens raus und morgens schon eine halbe Stunde joggen gehen, ja, machen mit, machen, wenn möglich. Und andere sagen, nee, oh Gott, so früh kriegt mich keiner aus dem Bett. Ich mache das Ganze lieber abends, nachdem ich heimgekommen bin, machen. Also so wie man es mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Tagesplan am besten vereinbaren kann. Also im Prinzip egal wann, Hauptsache machen. Und wenn es Ja, um 11 ist. definitiv. Hauptsache machen. Sie haben vorher schon erwähnt, bei Ihnen wird in der Regel in einer Gruppe trainiert. Ja. Was ist denn da der Vorteil? Also den Vorteil von der Gruppe finde ich zum einen, im Normalfall ist es so, man strengt sich einfach nochmal mehr an. Denn irgendwann in der Gruppe werde ich Trainingskollegen, Kolleginnen entdecken, wo ich sehen kann, ah, die sind vielleicht auf dem gleichen Level wie ich. Und mit denen entwickelt sich so ein gesunder Wettstreit. Das heißt, ich sehe beispielsweise Nadine, die trainiert noch, die macht noch ihre Liegestütze, während ich vielleicht schon gern Pause machen würde. Da weiß ich, okay, wir sind ungefähr das gleiche Level. Alles, was ich jetzt aufhöre, ist Faulheit. Ich gebe der Faulheit oder der Bequemlichkeit Platz. Und ich sehe, meine Trainingspartnerin
motiviert sich noch weiter, dann zieht mich das auch weiter, vielleicht nochmal 2, 3 Wiederholungen zu machen, die ich so, wenn ich für mich alleine ohne einen Trainer oder Trainingspartner trainieren würde, vielleicht gar nicht mehr machen. Also das heißt, ich belaste mich meistens ein bisschen mehr. Es gibt so eine Gruppendynamik, man verausgabt sich ein bisschen mehr. Und gerade wenn man angekommen ist im Training, also wenn man so die ersten 3 Monate durch hat und der Körper hat sich an das Training angepasst und ich kann mich auch mehr belasten, dann macht das natürlich absolut Sinn, dass ich in der Zeit, in der ich trainiere, auch effektiv trainiere. Das heißt, ich muss ja immer über so eine bestimmte Reizschwelle hinaus, dass überhaupt eine Anpassung entsteht. Bleibe ich unterhalb dieser Schwelle, ist für meinen Körper normal. Also das heißt, da erfolgt keine Anpassung, keine Verbesserung der Ausdauer, keine Verbesserung der Beweglichkeit oder Zunahme der Muskulatur. Das heißt, ich muss über diesen Reiz raus oder diesen Reiz setzen. Und das ist in der Gruppe meist einfacher. Ja, und dann halt eben auch dieses Thema, dass ich einfach so ein bisschen das Gefühl von einer Verpflichtung habe. Ich weiß, meine Trainingspartner sind da, die möchte ich vielleicht auch gern sehen. Es hat ein bisschen was Soziales nochmal, dass man nach dem Training sich immer zusammen unterhält. Und das macht auch oftmals den Weg zum Training nochmal angenehmer, weil man weiß, ja, da sehe ich einfach Menschen, die ich mag. Also ich sagen, die Gruppe kann dabei helfen, dabei zu bleiben. Was können Sie sonst noch für Motivationshilfen? Ja, also generell, wenn man jetzt nicht in einem Gruppentraining ist und man sagt, man möchte vielleicht Radfahren oder laufen gehen oder schwimmen gehen, also einen Trainingspartner suchen, der einem auch über Zeiten hinweg hilft, wo man selber nicht motiviert ist, der halt einfach sagt, okay, wir haben uns heute Abend verabredet, wie schaut es aus, kommst du? Dann fühle ich mich schon ein bisschen mehr verpflichtet. Das andere ist, dass man einfach versucht, das Ganze zu einer Routine werden zu lassen. Ich würde mir jetzt nicht vornehmen, ich mache 2 bis 3 Mal Sport die Woche. Ich meine, das ist vielleicht das Ziel, dass ich sage, ich will jetzt anfangen, ich will aktiver sein, ich mache 2 bis 3 Mal Sport die Woche. Aber das ist so ein bisschen vage. Wann mache ich das? Jetzt mache ich das am Wochenanfang oder schiebe ich das alles aufs Wochenende auf, am besten Freitag, Samstag, Sonntag ohne Trainingspause, sondern einen Plan setzen, eine Routine machen. Sagen, ich mache montags, mittwochs und freitags oder samstags feste Tage nehmen und dann versuchen, konsequent zu sein, keine Ausnahmen zuzulassen, keine Entschuldigungen zuzulassen. Also Montag steht es auf dem Plan, ich mache es am Montag. Dann gibt es gar keine Diskussion, trainiere ich heute oder morgen? Ich trainiere heute, heute ist Montag. Geht natürlich nicht bei jedem, klar, manchmal lässt es der Beruf gar nicht zu, aber sofern das möglich ist, würde ich immer Routinen bilden. Denn die Routinen helfen mir, wie in Form von Stundenplan einfacher, das Ganze umzusetzen und mich daran ja, festzuhalten, das als Termin im Kalender einzutragen. Wie motivieren Sie sich eigentlich? Also ich meine, Sie treiben schon sehr lange Sport von klein auf. Ja. Müssen Sie sich überhaupt noch aufraffen oder ist das einfach so? Ja, ich muss mich auch aufraffen. Also das beschriebene Training abends um 11 im Keller, das ist dann eher so, dass ich weiß, wenn ich jetzt meiner Bequemlichkeit Platz mache oder Platz gebe und ich setze mich vor den Fernseher und sage, oh, heute habe ich mir aber einen Tag frei verdient, dann kann ich mit Sicherheit sagen, am nächsten Morgen bereue ich es. Am nächsten Morgen werde ich bereuen, dass ich trainiert habe, weil ich weiß, ich fühle mich nach dem Training besser, mir geht es besser, ich bin ausgeglichener. Ich habe für mich auch das Ziel, ich möchte sportlich aktiv sein, ich möchte aktiv alt werden, ich möchte so lange wie möglich beweglich bleiben und fit bleiben. Und wenn ich jetzt heute Abend vor dem Fernseher saß, was habe ich gewonnen? Also selten, dass es wirklich was Sinnvolles gibt im Fernsehen, was mich so interessiert, dass ich sage, das kann ich mir nur jetzt und sonst gar nicht mal anschauen. Mittlerweile wird alles aufgezeichnet. Und ja, also die Belohnung dessen, dass ich es dann getan habe, ist für mich eine Motivation. Und früher zu meiner Wettkampfphase war die Motivation einfach, ich weiß, meine Gegner trainieren auch. Und wenn ich nicht trainiere, trainieren die und haben dann eine Trainingseinheit mehr in petto als ich. Wie oft haben Sie denn in Ihrer Hochzeit trainiert? Das war gerade in den unmittelbaren Wettkampfvorbereitungen zu großen Turnieren, war das dann teilweise 2-mal täglich. Und dann waren das bis zu 10 Trainingseinheiten in der Woche, mal 12 Trainingseinheiten. Aber ganz wichtig, nicht jede Trainingseinheit ist hochintensiv, das funktioniert gar nicht, sondern man hat halt eine Abwechslung. Ich habe halt eine Technik oder eine Wettkampftrainingseinheit am Abend. Wenn die ist intensiv war in Form von Sparring, ist halt am nächsten Morgen eher ein regenerativer Lauf gewesen, also ein langer, langsamer Lauf, sodass man das aufeinander abstimmt. Selten, dass man wirklich so gut wie gar nicht, wenn man ehrlich ist, jede Einheit maximal intensiv trainieren kann. Der Körper braucht Erholungsphasen. Und wenn er die nicht bekommt, nimmt er sich halt in Form von einer Verletzung oder in Form von einem Übertraining, was dann auch kontraproduktiv ist. Sie haben vorher auch erwähnt, wie wichtig das ist, dass man eben auch diese Grenze mal überschreitet, also dass es auch mal wehtut. Ja. Ich meine, das betrifft Fortgeschrittene wie Anfänger. Man
es gibt ja auch immer wieder verschiedene Ansätze, so gerade wenn man Gewichte trainiert, viele Wiederholungen oder ganz wenige mit hohen Gewichten. Was ist da momentan so der Stand? Das kommt aber auf den Trainingszustand an. Also ich würde jemandem, der neu einsteigt, auf keinen Fall hohe Gewichte empfehlen. Da sind wir wieder beim Ansatz von Bänder und Sehnen. Die werden es einem nicht danken, wenn ich das gleich maximal belaste. Bin ich aber ein trainierter Athlet, dann macht das definitiv Sinn und gerade auch nach Zielsetzung, was ich erreichen will, wirklich mit hohen Gewichten zu trainieren, mit hohen Widerständen. Aber die Frage ist eben wieder, wo komme ich her? Was ist mein Status quo? Wo stehe ich und wo will ich hin? Will ich absolutes Muskelwachstum haben? Will ich Muskulatur zulegen? Brauche ich ein Hypertrophietraining? Bin ich beispielsweise ein Boxer, der Schlagkraft erhöhen möchte, der aber in seiner Gewichtsklasse bleiben will? Der will nicht noch mehr Muskulatur draufpacken. Der will innerhalb seiner Muskulatur ökonomischer werden. Der sollte tatsächlich ein Maximalkrafttraining machen mit 1 bis 5 Wiederholungen. Das ist also ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Und jemand, der einsteigt, lieber leichte Gewichte und mehr Wiederholungszahl. Das ist mein Sie haben gerade gesagt, wer Masse aufbauen will, das Hypertrophie-Training, können Sie das nochmal beschreiben? Da gibt es so den Ansatz, 8 bis 12 Wiederholungen macht man, teilweise auch ein Mehrsatztraining, dass man das auch so typischerweise gibt es ein Dreisatztraining. Und da gibt es viele Glaubensfragen, was ist wirklich effektiv und es gibt nicht die eine Lösung. Ich denke, sonst würden wir die alle mittlerweile schon kennen, sondern es ist immer wieder eine Typfrage. Ich muss es auch ausprobieren. Es gibt manche, die machen mit einem Einsatztraining. Das bedeutet aber, ich muss mich wirklich maximal belasten können in diesem Einsatz, komplett verausgaben, erzielen tolle Ergebnisse. Und die meisten trainieren mit einem Mehrsatztraining. Und wenn man so bei den Bodybuildern schaut, die sind ja die Profis im Bereich von Hypertrophie, die trainieren mit Mehrsatztraining und dann halt auch über die Jahre oder über die Dauer hinweg mit ganz vielen Variablen, dass sie Supersätze machen, also 2 Übungen direkt nacheinander. Aber so das Mehrsatztraining im Bereich von 8 bis 12, vielleicht auch 15 Wiederholungen, das ist so das Klassische für Hypertrophie-Training. Gewichte, ja genau, wollte ich noch fragen. Sie haben, wir reden jetzt über Gewichte, wie schwer und alles, aber man kann natürlich auch wunderbar trainieren, im Prinzip ohne Gewichte. Kann man im Prinzip komplett auf Gewichte verzichten oder sagen Sie, da stößt man dann doch an Grenzen? Man kann also unheimlich lange ohne Gewichte trainieren. Ich bin auch ein großer Freund davon. Wir machen bei uns auch viel Training mit dem Körpergewicht. Es gibt ganz, ganz viele Übungen, die ich da durchführen und ausführen kann. Haben aber auch Zusatzgewichte. Also wir nutzen bei uns Kettlebells und Medizinbälle. Was wir beispielsweise gar nicht im Training verwenden, sind Langhandelstangen oder Kurzhanteln. Die sind bei uns komplett raus. Wir machen ein Gruppentraining. Warum? Das sind die Klassiker eigentlich, oder? Genau, das sind die Klassiker aus dem Fitnessstudio. Ja. Und wir machen ein funktionelles Training. Das heißt, wir machen hauptsächlich Übungen, wo wirklich mehrere Gelenke involviert sind. Also beispielsweise, wenn ich jetzt Bankdrücken mache auf der Bank, ich trainiere halt genau die Brustmuskulatur. Machen wir aber hingegen eine komplexere Übung, dass ich mich beispielsweise im Liegestützgang noch über die Matte hinweg bewege, dann trainiere ich auch die Brustmuskulatur, die Armmuskulatur, aber involviere gleichzeitig den ganzen Körper. Ich brauche noch ein bisschen mehr Rumpfspannung. Also ich versuche immer mehrere Gelenke zu bewegen, weil es einfach unserem natürlichen Bewegen noch näher ist. Also wir machen selten nur das. Ja, funktioniert super, wenn ich natürlich einen Bizeps aufbauen möchte. Aber wenn ich immer versuche, mehrere Gelenke zu bewegen, ist gleichzeitig auf den ganzen Organismus natürlich anstrengender. Das heißt, wenn ich mich auch immer hoch, runter bewege, mit Sprüngen dabei, mit Sprints dabei, dann habe ich automatisch natürlich für das Thema Ausdauer und Herzfrequenz eine höhere Belastung, als wenn ich jetzt nur im Bizeps trainiere. Das heißt also, dieser Gesamtkalorienumsatz auch wieder ist dann in dem Training natürlich ein bisschen höher. Und Kettlebells sind bei uns halt so das bevorzugte Mittel der Wahl, weil wir einfach vom Platz her viel mehr, wir können 20 Leute jetzt bei uns in der Halle unterrichten, wenn ich mit Kettlebells trainiere. Entschuldigung, was sind Kettlebells? Kettlebells sind Kugelhandeln. Das kennen wir, das ist so eine Eisenkugel mit einem Griff oben dran. Okay. Das sind diese Kugelhandeln. Ja. Und können wir automatisch im Gruppentraining viel besser arbeiten, viel schneller die Gewichte wechseln, als wenn wir eine Langhandelstange haben, wo wir aufpacken, runterpacken müssten, Flachbänke brauchten. Das ist für uns einfach nicht praktikabel. Jetzt aber so die, nichts gegen Handeltraining. Also. Ja. so die Klassiker für zu Hause sind ja Kniebeugen, wo man überall machen kann, oder Liegestützen. Wir haben im Vorgespräch auch drüber geredet. Sie haben gemeint, dass man da auch relativ viel falsch machen kann und dass die Leute dann auch relativ schnell Beschwerden bekommen. Auf was muss man denn da achten? Ja, also ich kann auch, wie ich mit Training Gewichten Fehler machen kann, aber Training ohne Gewichte Fehler machen und
Gerade bei Kniebeugen beispielsweise ist es wichtig, dass man, also man kann zu schmal, man kann aber auch zu breit stehen. Wichtig ist, dass ich so ungefähr eine Schulterbreiten, Hüft- bis Schulterbreiten Stand habe und dass meine Knie, wenn meine Zehen, ich würde gar nicht ganz nach vorne zeigen, sondern leicht nach außen rotiert haben. Und meine Knie sollten jetzt auch in Richtung meiner Zehen zeigen. Wenn ich meine Knie nach innen fallen lasse, dann zeigen meine Knie in die Richtung, meine Zehen in die Richtung. Das ist unheimlich belastend für die Bänder innerhalb des Knies. Da werde ich dann über kurz oder lang Knieschmerzen bekommen, obwohl ich nicht mit Zusatzgewicht trainiert habe. Also das ist eins, Ausrichtung der Knie sollte immer in Richtung der Zehen sein. Dann ist für den Anfang geschickt, wenn man die Wade, das Schienbein, also Unterschenkel ziemlich gerade, 90 Grad stehen lässt. Also wird man sich nach hinten wegsetzen, sogar nicht so sehr die Knie nach vorne schieben. So, teilweise ist es bei manchen vom Sprunggelenk, von der Beweglichkeit gar nicht so möglich, sondern eher versuchen, nach hinten wegzusitzen, einen geraden unteren Rücken zu haben, also dass ich die Kniebeuge mache und erstmal hier einknicke, sondern dass ich mein Gesäß leicht nach hinten wegschiebe. Das sind schon die häufigsten Fehler, die man sieht. Und speziell auch bei Jugendlichen, bei Kindern, die wir auch im Training haben, sieht man, dass die noch gar kein Körpergefühl für eine Kniebeuge haben. Wie tief sollte man denn runtergehen? So tief man schmerzfrei kann. Also man schaut sich Kinder an, die sitzen mit dem Popo fast auf dem Boden und haben keine Knieprobleme. Und jetzt gehen wir mal eins weiter. Jeder denkt mal an Gewichtheber. Wie tief Gewichtheber runtergehen, wenn die ihre Übungen ausführen. Die gehen auch richtig tief runter. Tut aber immer sehr weh beim Zugucken. Ja, wenn man das sieht, ja. Also bei Gewichtheber hat man meistens immer gleich, ähnlich wie beim Boxen, das ganz große, schwere mit den Bäuchen in Erinnerung. Aber das ist ja nicht alles Gewichtheben, gibt es ja in jeder Gewichtsklasse. Ich durfte mal eine Ausbildung machen beim ehemaligen Weltmeister im Gewichtheben, Oliver Caruso. Und wenn ich dort auch mit Gewichthebern, Trainern und Athleten gesprochen habe, die haben keine Kniebeschwerden. Die sind unheimlich, die haben die Knie bandagiert, das ist Schutz, aber die haben keine Kniebeschwerden. Die sind unheimlich flexibel, also beweglich, haben super Gleichgewichtsgefühl. Und man denkt immer, das ist so eine eher ein bisschen brachiale Sportart. Nee, also was die an Gleichgewichtsfähigkeit haben, was die an Beweglichkeit mit sich bringen, das ist unglaublich. Und die gehen im Po ganz tief runter. Deswegen, man kann tief runter, sofern schmerzfrei geht. Habe ich jetzt aber 20 Jahre keine Kniebeuge gemacht, würde ich jetzt nicht gleich raten, am besten runterfallen zu lassen. Das ist auch so ein Thema, so ein Gefühl, also kontrolliert sich abzusenken. Und dann einfach schauen, wirklich Schritt für Schritt, gucken, wie weit kann ich gehen und nicht sagen, die ersten zwei Wiederholungen waren super, jetzt mache ich die nächsten 12 so tief wie möglich, sondern ich muss mich halt auch wieder steigern über einen gewissen Zeitraum. Ruhig tief gehen, ruhig den Bewegungsspielraum erhalten. Use it or lose it. Also das, was ich nicht verwende, werde ich irgendwann verlieren. Und bei der zweiten Übung, bei den Liegestützen, da muss man auf die Schulter vor allem achten, oder dass man die nicht zu arg strapaziert. Ja, also da ist auch wichtig, dass man die Hände eigentlich so unter die Schultern setzt, also zumindest auf Höhe der Schultern, dass man die hier bewegt, die Hände auch nicht, die Arme, die Hände nicht zu weit auseinander. Je enger, desto schwerer. Aber schlecht wäre beispielsweise, ich hätte die Hände vor den Schultern. Dann habe ich eine ganz unnatürliche Verteilung. Also die Hände sollten sich immer so auf, wenn ich jetzt so auf den Boden aufliegen würde, Richtung Boden schauen, ist immer gut, wenn die Hände so auf Schulter, Brusthöhe sind. Wichtig ist auch da, mit einer Körperspannung zu arbeiten. Mit einer Rumspannung habe ich das gleiche Problem. Also ich kann einmal durchhängen in meiner Liegestütze oder ich kann die halt aktiv halten. Wenn ich durchhänge ohne Körperspannung, werde ich es halt irgendwann vielleicht auch hinten in Form von Rückenschmerzen merken. Also ich merke so, oh, das tut mir aber gar nicht gut. Ich habe Rückenschmerzen nach den Liegestützen. Und wenn ich eine Liegestütze richtig ausführe, dann habe ich Bauchmuskulatur angespannt. Und dann ist es auch wirklich anstrengend für die Bauchmuskulatur, wenn ich einen schönen, geraden Rücken halten möchte. Und auch da ist wieder der Bewegungsumfang das Typische. Man sieht gerne Liegestütze, die werden so hier ausgeführt, die sind auch nicht so wahnsinnig anstrengend. Da macht man 100 Stück, aber wenn man halt mal einen kompletten Bewegungsumfang nimmt, kommt man vielleicht nur noch auf 20, 30. Da sollte halt jemand da sein. Also entweder, es ist sehr schwer, sich selber da wirklich gut zu kontrollieren, zu überwachen. Das könnte man machen in Form von, ich zeichne mich auf, ich schaue es mir an. Dann soll ich aber auch wissen, wo die Fehlerquellen liegen. Das heißt, da muss ich mich vorher irgendwie schlau machen, was sind die typischen Fehler bei Liegestützen. Oder ich habe einen Trainingspartner, der erfahren ist, oder einen Trainer, der einfach drüber schaut. Jetzt sind Sie Spezialist für Kickboxen und Kampfsport. Für wen ist eigentlich das? Oder wen sprechen Sie damit an? Kann da jeder mitmachen oder raten Sie auch gewissen Personenkreisen ab? Oder Altersgruppen? Also meiner Meinung nach ist es für alle geeignet, weil das Training wird ja angepasst. Also ich trainiere sicherlich mit einem 20, 25-jährigen Wettkämpfer anders als mit einem 8-jährigen Kind und mit einem 16-jährigen Senior.
Wir hatten jetzt erst kürzlich eine Anmeldung von jemandem, der über 60 ist und der steigt in diesen Sport ein, hat ihn vorher gar nicht gemacht, also gar keinen Kampfsport gemacht, kommt aus dem Yoga. Was mich natürlich unglaublich freut, dass wir so jemanden noch für uns, für diesen Sportart gewinnen können. Und also die Bandbreite ist wirklich sehr, sehr groß. Ich sehe Kampfsport als, also Kampfsport generell, jetzt in meinem Fall auch Kickboxen, Boxen oder Jiu-Jitsu als eine ganz tolle Sportart an, weil es einfach so viele verschiedene Bereiche anspricht. Ich brauche eine gute Ausdauer. Ich brauche auch Kraft, ganz klar. Es soll ja auch ein bisschen knallen, wenn ich auf den Zwanziger oder auf eine Pratze schlage. Im Wettkampfsport will ich natürlich mit dem Schlag eine Wirkung erreichen. Ich brauche eine gute Beweglichkeit, jetzt wieder speziell in Sportarten, bei denen ich auch trete, wo ich auch Richtung Kopf treten will. Das heißt nicht, dass jeder zum Kopf treten muss, aber für den Ersten ist schon anspruchsvoll, auf eigene Körperhöhe zu kicken. Das heißt, ich verbessere meine Beweglichkeit. Stehen auf einem Bein erfordert noch gute Gleichgewichtsfähigkeit. Gleichgewichtsfähigkeit ist wieder, wenn ich jetzt aufs Alter überspiele, Thema Sturzprophylaxe. Ich sage, warum stürzen Leute? Weil sie vielleicht keine guten koordinativen Fähigkeiten mehr haben. Das heißt, je besser das Gleichgewichtsempfinden ist, desto höher ist die Chance, dass kein Sturz passiert und damit einfach auch deswegen meiner Ansicht nach für alle Altersklassen geeignet. Und Kickboxen ist ja auch nicht so, wie man es im ersten Moment sieht. Ah, ich muss kämpfen. Das Training gibt es ja in unterschiedlichen Ausprägungen. Ich kann mit dem Partner einfach Technik erlernen. Da ist ganz klar, welche Technik kommt, wie ich die verteidige. Das hat noch überhaupt nichts mit Kämpfen zu tun, sondern es ist eine sehr klar vorgegebene und strukturierte Übung. Dann gibt es natürlich das Kämpfen für die Wettkämpfer. Und ich habe aber auch das Training beispielsweise hinter mir am Sandsack oder am Pratzen, dass mir jemand einfach Schlagpolster hält, auf die ich schlagen und treten kann. Das ist ein unheimlich tolles Training, was auch nochmal das Cardio betrifft, also Ausdauertraining betrifft, Kraftausdauer. Und es macht halt einfach Spaß. Also ist, ja. Ab welchem Alter kann man denn da einsteigen? Ich meine, beim Fußball gibt es die Bambini, da kann man, glaube ich, ab 3 schon loslegen. Ja. Und beim Kampfsport gibt es da eine Bei uns ab Grenze? 4 Jahren. Ab 4. Genau, ab Und 4 Jahren. wie ist denn generell mit Krafttraining? Wann macht es da Sinn einzusteigen? Also tatsächlich haben wir schon auch leichte Kräftigungsübungen für die Kleinen. Also die lernen mal einfach nur eine Liegestützposition zu halten oder die machen auch schon ein paar Kniebeugen, einfach, dass man das Körpergefühl dafür entwickelt. Aber da haben wir das alles wirklich in Spielen verpackt. Da machen die halt verschiedene Bewegungsformen, beispielsweise bei einem Fangspiel, sodass sie da Kräftigungsübungen drin haben, aber jetzt nicht für sich 10 Liegestütze machen müssen oder 30 Kniebeugen, sondern wir werden das immer, oder also in der Hocke warten, bis mich jemand ablöst und dann kann ich weitermachen. Das sind die Kräftigungsformen für die Kleinen. Ein Krafttraining für Jugendliche jetzt beispielsweise bei uns, wir machen es tatsächlich erst ab 15 Jahren. Das heißt, wir haben auch da sicherlich im Kickbox-Training, im Boxtraining kommen Liegestütze, Kniebeugen, Sit-ups, also die Klassiker kommen vor. Aber dass wir die ein Zusatzgewicht lassen, in Form von Kettlebells beispielsweise, da wollen wir schon das 15. 16. Lebensjahr haben. Das ist einfach für uns, wo man sagt, da macht es dann halt auch Sinn. Wir haben jetzt wenige, muss ich sagen, Athleten im Bereich von 13, 14, die in so einer hohen Leistungsklasse sind und sagen, du musst jetzt Krafttraining machen, das ist ganz wichtig, sondern wir wollen die Jugendlichen sich alle natürlich entwickeln lassen und dann schauen, wenn die so im frühen Erwachsenenalter angekommen sind, okay, wohin geht die Reise? Was müssen wir jetzt im Bereich des Wettkampfs mit dir machen? Musst du an Gewicht zunehmen, solltest du eher an Gewicht abnehmen? Und dann wird entschieden, wie trainiert wird. Sagen wir zum Abschluss noch, Sie haben auch betont im Vorgespräch, Sie sind kein Ernährungsberater. Ich würde Sie trotzdem noch fragen, was sind da so ein paar Ratschläge, die Sie Trainierenden mit auf den Weg geben können? Wann soll man essen und vor allem was? Also das Wichtige finde ich erstmal regelmäßig zu essen, dass man versucht, eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Da ist auch wieder jeder anders. Der eine sagt, 3 Mahlzeiten sind für mich schon super und regelmäßig. Der andere sagt, ich brauche 5. Ich war in meiner aktiven Zeit jemand, ich brauchte 5 Mahlzeiten. Die mussten nicht immer warm sein. Und ich habe beispielsweise auch noch sehr, sehr spät gegessen, weil ich halt spät vom Training kam. Da muss auch wieder jeder natürlich schauen, was habe ich für einen Stoffwechsel. Ich habe glücklicherweise da einen guten Stoffwechsel. Ich verbrenne so ziemlich alles, was reinkommt. Der wird auch langsamer im Alter, muss ich auch feststellen. Also ich muss auch mehr drauf schauen, was ich jetzt esse. Und es ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich abnehmen will, dann muss ich weniger hinzuführen, als ich verbrauche. Also die Frage ist, wo will ich hin? Will ich abnehmen, Gewicht verlieren? Dann muss ich wirklich einfach von der Kalorienanzahl weniger essen, als ich über die Kalorienanzahl tagsüber verbrenne.
dann habe ich ein Defizit und dann werde ich auch meine eigenen Reserven in Form von vielleicht Fettreserven etc. angreifen. Und trotzdem auch für die Person ist wichtig, regelmäßig zu essen. Denn regelmäßiges Essen schützt mich vor irgendwelchen Heißhungerattacken, dass ich jetzt 4 Stunden gar nichts gegessen habe und ich laufe beim Kollegen im Büro vorbei und er hat eine Packung Mohnköpfe da stehen und ich vernichte die zur Hälfte, einfach nur, weil ich gerade so Kohldampf habe. Was dann auch verständlich ist, aber sorge ich dafür, dass ich regelmäßig esse, dann habe ich nicht dieses ständige Hungergefühl und dann ist die Frage eben, was esse ich? Und da im Bereich Muskelaufbau sicherlich brauche ich natürlich ein bisschen eine höhere Proteingehalt in der Ernährung. Rohe Leber, oder? Würde ich nie tun. Ich weiß, Liver King ist da ja ganz bekannt, aber da wurde ja interessanterweise jetzt ja auch der Steroidkonsum dann überführt. Ja, also sicherlich früher hat mal gesagt, mein Onkel war früher Metzger, hat gesagt, Fleisch, ganz klar. Das ist aber halt schon ein paar Jahre her. Es gibt ja mittlerweile viele fleischlose Alternativen, die auch zu hohem Proteingehalt führen. Okay, Herr Schemmer, dann vielen Dank für die vielen Ratschläge. Gerne. Und ja, Ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg im Fight Club. Und Ihnen zu Hause danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen dabei unterstützen, durchzuhalten. Ja, und haben Sie Spaß beim Training und machen Sie es gut. Ciao.